Hallo meine Lieben, ich war letztens im DM und brauchte eine neue Wimperntusche. Ich hatte mir zwar vor 2 Wochen schon mal eine neue Wimperntusche gekauft, aber die verspricht leider nicht das, wie es im Internet steht. Und zwar geht es um die Wimperntusche von Guerlain oder wie man sie ausspricht. Die Verpackung sieht super schön aus, das gebe ich zu. Und auch die Funktion mit eine Bürste für oben und eine Bürste für unten ist auch total cool, aber im Internet wurden halt immer so 5 Sterne abgegeben und es wurde auch noch als Kommentar geschrieben, dass es halt auf die Beschreibung zutrifft. Und die Beschreibung war halt, dass es voluminöse Wimpern macht, definierte Wimpern, lange Wimpern und halt gewellte Wimpern, ne? Aber bei mir macht es einfach nur mal genau das Gegenteil. Und deswegen war ich super unzufrieden damit und musste mir halt im DM jetzt eine neue Wimperntusche kaufen. Und zwar die von Astor habe ich halt jetzt gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob die gut ist und deswegen werde ich jetzt mal ein Review mit euch bzw. für euch machen. Und warum ich die gekauft habe. Hallo, Heidis Unterschrift. Nein, Quatsch. Okay, eigentlich schon. Also zum Äußeren kann ich schon mal sagen, dass die mir total gefällt, denn ich mag diese Farbe, also von der Hülle, und ich liebe auch diese goldene Schrift da drauf, denn ich finde, Gold macht immer so eine Wimperntusche total edel und ich mag es auch, dass dort die Unterschrift von Heidi Klum drauf ist. Und ja, jetzt werde ich mir erstmal Eyeliner drauf tun und meine Wimpern zangen. Was heißt Wimpern wellen und dann werde ich die mal auftragen und dann mal gucken, ob die gut ist oder nicht gut ist. Ich finde ja so Reviews total gut, denn es gibt momentan so viele Mascaras und man weiß gar nicht, welche man kaufen muss und meistens verspricht die dann auch nicht mal das, was halt auf der Verpackung draufsteht. Und deswegen finde ich es auch immer wieder toll, wenn man so Reviews von YouTubern hat und da auch mal reinschauen kann, wie die Mascara oder Make-up oder keine Ahnung, Nagellack halt ist. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie jetzt gleich die eine von Astor ist. Ich meine, bei Heidi Klum machen die ja total die schönen Wimpern und ich sollte vielleicht nicht reden, denn ich habe gerade verkackt. Also ich kann schon mal sagen, mit der Bürste kann ich jetzt meine Wimpern total gut tuschen, weil es gibt ja manche Wimperntuschen, die total fett sind und dann kleben die schon direkt an meinem Augenlid dort oben, wenn ich halt versuche, meine Wimpern zu tuschen. Und die ist aber total perfekt. Und ich finde auch, dass die bis jetzt ganz gut ist. Auf jeden Fall besser als die von Guerlain, aber naja. Meine Wimpern unten zu tuschen ist immer so eine heikle Sache, denn wir Asiaten haben ja nicht so große Augen, ne? Nicht um mich selber jetzt zu diskriminieren oder zu dissen, aber es ist nun mal die Wahrheit und deswegen muss ich auch immer so aufpassen, dass ich nicht an meine Haut dort unten komme, denn dann brauche ich wieder ein Q-Tip. Ich mache bei Wimperntuschen immer oben zweimal drüber. Denn meine Wimpern sind auch nicht so wie die von euch, dass die schon so gewellt sind, sondern meine gehen eigentlich geradeaus runter. Aber mir fällt gerade auf, dass die Wimperntusche eigentlich total gut ist. Denn die wellt die irgendwie automatisch auch direkt nach oben und geht nicht wieder runter, wie bei den meisten Wimperntuschen. Ich tusche erstmal zu Ende, dann sage ich euch das Ergebnis. So, ich habe die mir jetzt zweimal getuscht. Ich zoome einfach mal dran, damit ihr auch das sehen könnt. Nee, Kim, das war auszoomen. Und zwar, so sehen die Wimpern dann aus. Also man muss ja auch bedenken, dass ich eigentlich nicht so wellige Wimpern habe und auch nicht so lange, denn ich habe so Mini-Wimpern. Und deswegen finde ich eigentlich, schon auf dem ersten Moment wirkt das ziemlich gut. Aber wir lesen jetzt einfach nochmal, was auf der Verpackung draufsteht und was diese Mascara so verspricht. Und dann können wir es auch besser bewerten. Mal gucken. Diese Wimperntusche verspricht, umhüllt, verdichtet und verlängert sichtbar jede einzelne Wimpern ohne zu verklumpern. Ohne zu verklumpen? ohne zu verklumpern, ja, Kim. Also ich muss schon mal sagen, 2 Punkte hier stimmen auf jeden Fall. Und zwar das mit dem Verlängern und dass die nicht verklumpen. Also meine Wimpern
die sind wirklich länger geworden, denn ich habe wirklich nur so kleine Wimpernchen, die so nach unten schauen, so gerade runter, so wie so von den Kamelen, nur die Kamelen haben leider lange Wimpern. Oh mein Gott, mit was vergleiche ich das? Ach egal, auf jeden Fall, das mit diesem Verklumpen stimmt auch, denn ich habe ja zum zweiten Mal rüber getuscht und meine Wimpern sind immer noch nicht verklumpt. Normalerweise, wenn ich mit einer anderen Wimperntusche das zweimal mache, sind die direkt verklumpt und dann hat man so Fliegenbeinchen an den Wimpern, was nicht so sonderlich schön aussieht. Aber also hier, die verklumpt wirklich nicht. Aber das Einzige, was hier halt nicht stimmt, ist das mit diesem Verdichten. Meine Wimpern sind voll nicht verdichtet. Ich finde, da ist noch richtig viel Platz. Also, ne? So, nee, die ist nicht verdichtet. Also, das auf jeden Fall nicht. Und deswegen kann ich da jetzt nicht zustimmen. Aber fürs Verlängern und nicht verklumpen, top. Und ich muss sagen, auf jeden Fall besser als dieses von Guerlain. Ich meine, was bist du denn bitte? Also, top für Heidis Wimperntuschen-Teil, aber so schön wie Heidis Wimpern wären die nicht. Also, das muss man auch zugeben. Deswegen müsst ihr mal schauen, wie ihr es findet. Also, ich habe euch das ja so ein bisschen erklärt, wie die sind. Und zum Auftragen ist es auch super gut und es trocknet auch sehr, sehr schnell. Weil manche Wimpern, die trocknen ja erst nach ein paar Minuten. Und ja, die trocknet halt, wenn ihr es auftragt, ist es direkt trocken. Und ich hoffe, euch hat dieser Review gefallen. Und falls es euch gefallen hat, einen Daumen hoch bitte. Und falls ihr noch mehr Reviews haben wollt, einfach mir unten in die Kommentare schreiben. Oder schreibt mir unten in die Kommentare, welche Wimperntusche ihr benutzt. Denn ich würde auch mal gerne dann noch eine andere haben, wenn die leer ist. Und ja, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal hoffentlich. Und bis dahin, ciao!